Gut, dass ihr da seid. Warum? Was ist denn hier los? Schulfest. 25 Jahre irgendwas. Und am Rande der Feier eine Tötung. Es handelt sich um die 18-jährige Agnes oder Agnès Jarleton oder Jarleton aus Montpellier. Hm. Sie war zum Austausch hier. Guckt euch das Mädchen mal an. Sieht nach einer versuchten Vergewaltigung aus. Sie hat sich wahrscheinlich noch gewehrt. Kannst du uns was zur Todesursache sagen? Sie wurde erschlagen. Ich vermute, dass der Todeszeitpunkt circa 2 Stunden her ist. Mhm. Und wer hat die Tote entdeckt? Einer ihrer Mitschüler. Steht draußen bei den Kollegen. Ja, okay. Dann weitermachen. Danke. Guten Abend. Becker Kriminalpolizei. Das ist der Kollege König. Sie haben die Leiche gefunden? Wilhelm Bischof, hallo. Ich habe den Austausch organisiert. Der Sebastian ist ein Schüler von mir. Er hat die Leiche gefunden, ist dann zu mir gekommen und ich habe die Polizei informiert. Mhm. Dann sind Sie Lehrer hier an der Schule? Noch nicht ganz. Ich bin Referendar, aber ich bin bald mit der Ausbildung fertig. Du hast die Leiche also gefunden, oder? Ich darf doch du sagen. Ja, ich habe sie gefunden. Aber wir finden jetzt nicht überall deine Fingerabdrücke auf der Leiche. Du hast halt nichts angefasst oder irgendwie? Nein, ich bin sofort raus und zu Herrn Bischof gelaufen. Okay. Ist dir irgendwas aufgefallen, was Ungewöhnliches? Vorher, nachher? Ja, ich habe gesehen, wie Selina in die Halle gelaufen ist. Und kurz danach kam sie zurück. Mit so einem großen Typen. Ich glaube, das war ihr Freund. Selina, hm? Wer ist diese Selina? Selina Kersten ist eine Schülerin von mir. Sie geht zusammen mit dem Sebastian und der Agnès in eine Klasse. Und ich glaube, es stimmt, ihr Freund war mit auf der Party. Ich kenne ihn aber auch nicht weiter, weil er geht auf eine andere Schule. Ich habe nur gehört, es soll ein komischer Typ sein. So, Herr Langer, das ist ja wirklich nicht Ihr erster Besuch hier bei uns im Präsidium. Ich hoffe für Sie, dass Sie mit der Sache diesmal nichts zu tun haben. Ich meine, ist ja schon ein ordentliches Register hier. Körperverletzung, Raub, Diebstahl, Drogenbesitz. Ganz ehrlich, diesmal habe ich damit nichts zu tun. Dann sagen Sie mir doch bitte mal, warum Sie gestern Abend an der Schule waren. Ja, Selina geht halt auf die Schule und die wollte unbedingt, dass ich mitkomme. Ich denke mal, ihr wollt mal wieder ein bisschen angehen mit mir, ne? Kannten Sie die Austauschschülerin Agnès Jarleton? Boah, haben Sie sich die mal angeguckt, wie die rumläuft. Als gehörte ihr die ganze Welt. Ja, und die macht sich an alles ran, was rumläuft. Hat sie das getan, ja? Ja, das war echt eine kleine Schlampe. Wie die sich an die Kerle rangemacht hat, das war echt unglaublich. Und in den paar Wochen, wo die hier war, die hatte bestimmt schon 6 Typen im Bett. Keine Ahnung, jeder fand sie halt steil, ne? Und jetzt mal unter uns, wir auch. Ja, bin ich ehrlich, bin schon, klar. Und was ist mit Ihrer Freundin? Lassen Sie mich raten, da ist die Luft raus. Ganz ehrlich, Selina ist schon eine Süße so, aber das geht jetzt auch schon ein paar Monate und das wird langsam langweilig. Gut, dann kommen wir jetzt zum Punkt. Wann und warum waren Sie gestern Abend in der Turnhalle? Ja, Agnès kam den ganzen Abend zu mir, hat mich angeschaut, diese Augen, sage ich Ihnen. Und als sie mir dann mit ihrem französischen Akzent ins Ohr geflüstert hat, dass sie eine Überraschung für mich hat, da musste ich einfach hinterher. Und du bist dann Agnès und deinem Freund hinterher, ja? Ja, ich bin noch nicht blind. Ich habe ganz Zeit gesehen, wie die sich an meinen Freund rangemacht hat. Ja, natürlich, dann bin ich hinterher. Okay. Was ist denn in der Halle passiert? Ja, das, was ich geahnt habe. Die haben rumgemacht. Wer konnte denn ahnen, dass Selina da auf einmal reinkommt und uns erwischt? Und als Selina sie erwischt hat, was ist dann passiert? Ja, Selina ist komplett ausgerastet. Ja, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Hätte Markus mich nicht festgehalten, hätte ich der direkt einen geballert. Mhm. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Hast du oder hast du nicht? Habe ich nicht. Es ging nicht, aber ich bin ausgerastet. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Was soll das? Es kann nicht sein. Was hätten Sie denn an meiner Stelle gemacht? Ich hätte wahrscheinlich eher ihm eine geballert. Ich meine, ich wäre mehr sauer auf meinen Freund als auf das Mädchen. Mann, ich habe sie aber noch nichts mal angefasst. Okay, nehmen wir mal an, das war so. Sag mal, weißt du, ob die beiden Sex hatten, also Markus und Agnès? Wenn es denn wenigstens so gewesen wäre, dann hätte sich die ganze Aktion wenigstens gelohnt. Aber wir hatten noch gar nicht angefangen. Bis auf Knutschen und ein bisschen Fummeln ist da noch gar nichts gelaufen. Ja, und als Selina dann reinkam und voll den Aufstand gemacht hat, rumgeschrien hat und Agnès direkt an die Kehle springen wollte, ja, da war die Sache natürlich gegessen. Sind Sie denn später nochmal zurück zur Agnès?
Nee, ich bin dann erstmal weg zu meiner Freundin. Ich muss den Kopf erstmal freikriegen. Ich brauchte jemanden zum Reden. Sagen, warum die in Duisburg alle Straßen gleichzeitig aufreißen müssen, ne? Da kommt man nirgendwo mehr durch. Ja. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich fahre immer Bahn. Das ist sicherer. Ah ja, hab ich mir gedacht. Und so ein Monatsticket ist gar nicht so teuer. Gut, die Tatwaffe. Haben Sie irgendwas über die Tatwaffe? Ja, das ist mein Beruf. Dann schießen Sie in Gottes Namen los. Herr Kollege, darf ich vorstellen? Dies ist eine klassische Trainingsstoßkugel für den Hallengebrauch. Sie besteht hauptsächlich aus PVC ummanteltem Bleischrot. Das war's? Nee, natürlich nicht. Es ist zu 100% die Tatwaffe. Auf der einen Seite finden sich Haare und Blutspuren des Opfers. Ja, und auf der anderen Seite habe ich ein kleines Problem. Ah, hallo. Mahlzeit, hi. Sag mal, gibt's schon was Neues bei den Tötungsdelikten in der Schule? Nicht so viel. Aber der Obduktionsbericht ist dahin. Agnès Chaleton wurde erschlagen. Sie ist gestorben an einer Hirnblutung. Naja, und ansonsten habe ich noch erfahren, dass es wohl so ein kleines Eifersuchtsdrama gegeben haben soll zwischen dieser Selina Kersten und ihrem Freund Markus. Mhm. Nach dem, was Katrin erzählt hat, kann ich es auch verstehen. Also, wie der Typ über Mädchen und Frauen denkt. Glaubst du, das hat was mit der Tötung zu tun? Ich weiß es nicht. Also Selina war jetzt nicht unbedingt die beste Freundin von Agnès. Ja, beides sind sehr hübsche Mädchen, so ein Konkurrenzdenken. Aber ob die deswegen umbringt? Ja, das heißt nein, nein, nein. Ich brauche den Bericht eigentlich schon gestern auf meinem Schreibtisch. Ja, bitte. Mitarbeiter? Mitarbeiter, ja. Cyanacrylatbedampfung? Ja. Fingerabdrücke? Ja. Ja, haben wir gemacht. Und zwar gefunden und mehr als genug. Von mindestens 4 verschiedenen Personen. Super. Ja, die einzigen, die ich zuordnen konnte, waren die des Opfers. Also bringen uns die Fingerabdrücke im Moment nicht weiter. Super. Wir sollten uns mal bei den Mädchen umschauen. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis, der auf einen möglichen Täter schließen lässt. Wäre eine gute Idee. Kannst du das veranlassen? Ja. Ich schicke dir gleich die Adresse per Mail und dann rufe ich in der Gastfamilie an und sag Bescheid, dass ihr kommt. Alles klar, bis später. Sebastian, das ist doch der, der die Leiche gefunden hat, oder? Ja, aber ich habe ja auch was Interessantes. Glaube ich. Sag mal, Julian Bischof, das war doch dieser Lehrer, hm? Mhm. Wie weit steht's denn mit deinen Französischkenntnissen, Kollege? Französisch? Ich habe doch Latein genommen in der Schule. Weil das braucht man auch so oft. Kann ich nicht. Naja, den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Mails sind alle von ihm. Hey, ihr zwei. Hi. Der war noch gerade in der Opferwohnung, ne? Ich würde mal sagen, es hat sich richtig gelohnt. Hier, den haben wir gefunden. Das ist ein Liebesbrief von diesem Sebastian Holzmann. Ach, guck an. War der auch in die Kleine verliebt, was? Sonst noch was? Jawohl. Wir haben euch hierauf den gesamten Inhalt ihres E-Mail-Postfachs gezogen. Also, da gab es wohl auch einen regen Austausch mit ihrem Lehrer. Jetzt sag nicht mit diesem Referendar da, wie hieß der nochmal, Kardinal oder so? So ähnlich, Bischof, Julian Bischof. Bischof, genau. Guckt euch das einfach mal an. Also, da sind einige Mails in den letzten Tagen hin und her gegangen. Weder Thomas noch ich sprechen Französisch, ja, sonst hätte ich euch da mehr zu sagen können. Doch die Chefsache, gib mal ihm her, dann mach ich mal flugs. Ja, dann bin ich mal flugs wieder weg. Alles klar. Mama, ich wusste gar nicht, dass du in Französisch auch so fit bist. Bin ich auch nicht, aber... Im Internet gibt es ja so tolle Übersetzungsprogramme. Da ziehe ich mir mal ganz flugs eins runter und dann checke ich das mal ab. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ich weiß immer, was ich tue. So. So. Ups. Conny? Bernie? Du, wie hieß nochmal der
EDV-Kollege hier von uns. Volker? Hast du von dem auch die Nummer? Ja, warum? Ich glaube, ich habe mir da jetzt gerade so ein Virus draufgezogen. Ach, das Scheiße.